Liebe alljährlich wiederkehrende HB-Festclub Gemeinde in wochenlangen, aber sage ich Ihnen, in monatelangen schlaflosen Nächten haben mich nicht nur Bier, sondern auch Schnapsideen heimgesucht. Ganz besonders Schnapsideen. Und das Ergebnis kann ich heute mit Freude und Stolz präsentieren. Und noch dazu zum selber Basteln. Der Schnittmusterbogen besteht aus drei einfachen Teilen. Dem Krug Mattel, dem Krug Boden und dem Krug Henkel. Zunächst werden die einzelnen Teile mit einer scharfen Schere, mit einer Papierschere ausgeschnitten. Dann der Krug Mantel zusammengeklebt zu einem Krugrohr. Dann biegen Sie ganz einfach diese Ecken nach innen. Und dann wird der Boden angeklebt. Zuletzt fehlt natürlich dann nur noch der Henkel. Wir brauchen ihn dann nur noch mit farblosem Lack innen ausschwenken. Und schon ist er Wasser und natürlich auch bierdicht. Dieses Modell ist, wie gesagt, im Europäischen Patentamt als Musterschutz angemeldet, HBWK 47.11.2007 registriert. Die Vorteile dieses Modells sind sensationell und offensichtlich. Der Schnittbogen und somit auch der Krug besteht aus 100%igem recycelbarem Karton. Die blaue und schwarze Farbe und gelbe Farbe für unser Logo, fürs HB-Logo, sind natürlich Naturprodukte und der Schnellkleber aus biologisch gewonnenem Baumharz. Kinder werden beim Basteln dieses HB-Krugs vorzeitig mit den Trinkgewohnheiten ihrer Väter und Großväter vertraut gemacht. Gemeinschaftliches Biertrunk basteln im Vorfeld, bei Balkonfesten, bei Grillpartys sowie bei Vereins- oder Schrebergartenfesten fördert nicht nur die nachbarschaftliche Kommunikation. Das Biertrunk basteln erschließt allen Beteiligten unangeahnte Freuden und Heiterkeitsperspektiven. In unserem HB-Wiesen Zelt auf dem Oktoberfest bekommt jeder Besucher am Eingang so einen Schwimmbogen-Set. Sollte es zu tätlichen Aggressionen kommen, ist die Verletzungsgefahr mit diesem Designerdruck gleich null. Und unsere Bedienungen benötigen nur einen Bruchteil ihrer Kraft beim Servieren. Wir gratulieren Ihnen, wir garantieren Ihnen einen hohen Spaßfaktor beim Basteln. Und vor allen Dingen beim Benutzen. Und süß, so sieht er aus, der Wiesenkrug.